Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Webinars Einen Crash-Warner mit Push-Nachrichten programmieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Das heutige Webinar machen wir natürlich mit unserem Partner AlgoCamp und mit David Varney. Und bevor ich Ihnen zeige, wo Sie die Aufzeichnung des ersten Teils finden und dann auch final den Bildschirm übertrage, müssen wir natürlich einmal den Risikohinweis zeigen. Daher bitte ich Sie, diesen entsprechend zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen. All das, was heute hier besprochen wird, dient zu Schulungszwecken und ja, Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Okay, dann zeige ich Ihnen noch ganz schnell, wo Sie bei uns auf der Webseite die Aufzeichnung finden. Hier sind wir auch schon auf der FXLED-Seite und dann gehen Sie oben auf Training und Videos. Viele wissen ja bereits, dass wir eine eigene Rubrik für AlgoCamp haben, hier unten. Und hier sehen Sie entsprechend den ersten Teil des Webinars. Ich werde den Link aber auch gerne nochmal in den Chat kopieren und dann können Sie sich den nach dem heutigen Webinar gerne nochmal anschauen. Dann würde ich sagen, dann fangen wir jetzt auch an. David, auch nochmal hier an der Stelle einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Und ich überreiche jetzt den Bildschirm und wünsche allen heute, ja, viel Spaß. So, vielen Dank für deine Einleitung. Jetzt müsste man auch gleich meinen Monitor sehen. So ist So, es. perfekt. Ja, vielen Dank. Ich heiße Sie auch nochmal alle herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Heute ist der zweite Teil von der Webinarreihe einen Crash-Warner programmieren. Mein Name ist David Warney und ich habe heute ist sogar Jubiläum, heute ist das 20. Webinar gemeinsam mit FXLED, heute wieder die Ehre, mit Ihnen ja, über unser Lieblingsthema zu reden, dem Algo-Trading. Ein Crash-Warner programmieren, das klingt erstmal ein bisschen kompliziert. Wir wollen bei dem Webinar natürlich keine hochprofessionelle Programmierausbildung bereitstellen, sondern wir möchten hier primär Ihnen einfach mal zeigen, wie so ein EA oder ein Indikator im Hintergrund aussieht, damit Sie so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, wie viel Logik eigentlich dahinter steckt, wie das grob aufgebaut wird. Das heißt, Sie können auch hier mitmachen und das Ganze verfolgen, wenn Sie jetzt keine Programmierausbildung haben und noch nicht so sehr im Thema drinstecken. Von daher, wir gehen das ganz langsam an. Wir besprechen jede einzelne Zeile, die ich programmiere. Wir haben den Quellcode, den gibt es auch dieses Mal im Anschluss wieder zum Herunterladen. Beim letzten Mal hatten wir schon ziemlich viele Anfragen, was es angeht. Jetzt haben wir eine kleine Seite dazu gebaut. Da können Sie sich das Ganze dann, wenn wir fertig sind, im Anschluss herunterladen. Den Link dazu, den poste ich auch noch dann am Ende des Webinars im Chat. Dann können Sie sich das, wenn Sie Interesse haben, herunterladen und noch ein bisschen mit rumprobieren, rumarbeiten, testen oder ja, vielleicht ist es eine nützliche Hilfe für Sie im Alltag. Wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Wir hatten bisher einen Crash-Warner programmiert, der nur Crashs erkennt. Das heißt, wir haben zwei Funktionen eingebaut. Einmal den Crash-Warner, so wie der Name ja auch heißt, Crash erkennen und einmal einen zweiten Modus, wo wir Überhitzungen oder Übertreibungen am Markt erkennen. Das sind die zwei, die wir bisher entwickelt haben und genau da machen wir heute weiter. Bevor wir damit weitermachen, auch noch einen kurzen Hinweis auf unsere Webseite algocamp.de. Wenn Sie interessiert sind an das ganze Thema, können Sie sich gerne bei uns noch etwas umschauen. Wir haben ja auch noch mal alle Webinare verlinkt, die wir bereits gemeinsam gemacht haben. Wenn Sie interessiert sind an unsere Programmierdienstleistung, finden Sie noch ein paar Informationen. Wenn Sie interessiert sind an unsere Handelssysteme, Trading-Server oder unsere Markttechnik-Add-ons, dann können Sie sich hier gerne noch weitere Informationen ziehen, die Sie benötigen. Also wird keine weiteren Fragen hoffentlich offen sind. Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Thema. Ich switche rüber in meine Entwicklungsumgebung und hier haben wir auch schon den Meta-Editor vom MetaTrader 4.
Den habe ich hier noch installiert vom letzten Mal. Das ist der hier von Fixlet, der ist offen. Wir haben hier den Teil 1 Crashwana. Den Quellcode haben wahrscheinlich schon die meisten von Ihnen erhalten. Die, die danach gefragt haben, die ihn noch nicht haben, die können ihn heute mit der neuen Funktion auch noch herunterladen. Gut, was haben wir für heute geplant? Wir nutzen die Basis vom letzten Mal. Das ist hier der Quellcode, die reine Erkennung. Und wir möchten heute das Ganze noch ein bisschen optimieren. Das heißt, wir bauen zwei große Funktionen ein, oder besser gesagt drei Funktionen ein. Das ist zum einen die Push-Benachrichtigung. Das heißt, wir bauen das gemeinsam ein, dass wir auf unser Smartphone eine Benachrichtigung bekommen, sobald der EA einen Crash am Markt erkannt hat. Funktion 2 ist, dass wir nicht nur den negativen Crash im Sinne von starken Kursverfällen nach unten erkennen, sondern auch positive Crash kann man nicht sagen, aber extrem starke Anstiege, sage ich mal, in dem Bereich, dass wir die noch erkennen. Und die dritte Funktion ist, dass wir das Erkannte auch noch handeln. Das heißt, wir bauen hier gemeinsam noch Funktionen ein, damit das System automatisch handelt. Long geht, Short geht, ein Stop-Loss setzt, ein Take-Profit setzt, dass wir quasi am Ende des heutigen Webinars wirklich einen kompletten EA haben. Ob der jetzt profitabel ist oder nicht, das ist gar nicht unser Ziel, das profitabel zu bekommen im heutigen Webinar, sondern Ziel ist halt wirklich, Ihnen einfach zu zeigen, wie das Ganze läuft und vielleicht haben Sie hier eine Inspirationsgrundlage, um eigene Strategien zu entwickeln, aufzubauen oder damit eventuell weiterzuarbeiten. Wenn Sie sich den Quellcode danach herunterladen und noch ein bisschen weiter rumbauen, freut es uns natürlich, vielleicht haben Sie ja noch ein paar nette Ideen, um das Ganze noch zu optimieren. Gut. Gehen wir noch mal ganz kurz im Überblick, was haben wir bisher alles gemacht? Unser EA sieht so aus momentan. Wir haben circa 85 Zeilen Code. Wir haben zwei Funktionen eingebaut. Das heißt, wir erkennen einmal den Crash an sich. Das heißt, sobald der Markt innerhalb einer angegebenen Candle-Zeit größer als X% gefallen ist, dann haben wir den sogenannten Crash hier erkannt. Das hatten wir im letzten Teil programmiert. Und im zweiten Modus haben wir die SMA-Distanz, das ist das, was ich vorhin meinte, mit der Überhitzung quasi entwickelt. Das heißt, wenn ein Kurs extrem, also extrem relativ, das, was wir eingetragen haben, sich vom Markt entfernt, dann haben wir hier eine Warnung, dass der Markt überhitzt ist. So, wenn wir das erkannt haben, gab es bisher nur eine Sache, und zwar haben wir nur automatisiert eine Meldung bekommen. Das heißt, wir haben auf der Konsole hier drüben unter Experten hätten wir eine Ausgabe bekommen. Achtung, wir haben jetzt einen Crash erkannt. Das ist für den Anfang ganz okay gewesen. Dann hatten wir ein bisschen was gesehen auf der Konsole. Aber wir möchten nicht den ganzen Tag vor der Konsole sitzen und warten, bis da nicht eine Zeile kommt. Das ist nicht der Sinn der Automatisierung, sondern wir möchten wirklich ganz modern eine Push-Benachrichtigung auf unser Smartphone haben. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal damit, weil es so das Spannendste ist neben dem Trading und auch relativ einfach umgesetzt ist. Das wirkt wahrscheinlich im ersten Moment ziemlich komplex oder groß. Das ist es aber gar nicht. Was müssen wir dafür machen? Wir brauchen auf unserem Smartphone auf jeden Fall die MetaTrader-App, die MetaTrader 4-App, die ist kostenlos. Die können wir einfach im App Store oder im Play Store des jeweiligen Geräteherstellers herunterladen. Die offizielle von MetaTrader, das ist die, die wir benötigen. Dort können wir uns dann einloggen mit unserem FXBet-Konto. Und dann bekommen wir in den Einstellungen die sogenannte MetaQuotes-ID. Die müssen wir in unserem MetaTrader erstmal eintragen. Das gehen wir einfach mal gemeinsam durch. Und zwar haben wir das hier oben unter Extras, Optionen, Benachrichtigung, dann setzen wir hier den Haken bei Push-Benachrichtigung einschalten und tragen dann hier die ID ein, die wir auf dem Smartphone haben, also in unserer MetaTrader-App. Da müssen wir uns nicht registrieren, wir brauchen gar keinen Account, sondern die MetaQuotes-ID, die ist automatisch sofort vorhanden in der App. Wenn wir die hier eingetragen haben, können wir das Ganze kurz testen. Wenn wir dann eine Push-Benachrichtigung bekommen haben auf unser Smartphone, dann ist die Verbindung soweit korrekt eingestellt. Das heißt, die Verbindung besteht und wir können jetzt mit unseren Handelssystemen oder mit unseren Indikatoren diese Schnittstelle ansprechen. Das heißt, wenn hier die ID drin steht, können wir auf OK klicken. Das ist hier soweit fertig. Und dann, oh, hier ist die Maus, dann schließen wir das Ganze. Und dann können wir also jetzt aus dem EA heraus das Ganze
ansprechen. Wie machen wir das? Das ist wirklich relativ einfach. Die Konsolenausgabe haben wir mit printf ausgegeben. Und wenn wir die Push-Benachrichtigung senden möchten, dann geben wir einfach ein Send Notification an. Da wird es schon vorgeschlagen. Auch so. Da haben wir es. Was müssen wir hier übergeben? Wir müssen lediglich einen Wert übergeben, und zwar den Text, den wir auch auf dem Smartphone haben möchten. Beispielsweise tragen wir dann hier ein, Achtung, hoch, Achtung, Crash. Könnt dann vielleicht noch das Symbol eingeben, was wir haben. So, das war's. Drücken auf Kompilieren. Hoch, eine kleine Klammer, die ja noch fehlt. Drücken auf Kompilieren, und das war es im Grunde genommen schon. Wenn wir jetzt den EA auf den Chart anwenden, das kann ich jetzt hier leider nicht zeigen, aber wenn wir das Ganze auf den Chart anwenden, das heißt ganz simpel, einen Doppelklick machen, ihn auf den Chart anwenden, mach das ein bisschen kleiner, so, hier unten auf OK klicken, dann war es das. Sobald wir jetzt einen Crash erkannt haben, vibriert unser Smartphone und wir haben die Push-Benachrichtigung, Achtung, hier ist ein Crash, guck auf den Chart und mach, was auch immer du möchtest. Also wir haben endlich die aktive Benachrichtigung, und so haben wir auch die Möglichkeiten, den gesamten Markt, das heißt alle 50, 100 Assets, die wir beobachten möchten, einzeln zu öffnen. Wir machen einen neuen Chart auf, nicht einen neuen Auftrag, einen neuen Chart, ziehen hier den Crash-Spawner rein, drücken auf OK, wir nehmen das nächste Asset, was wir beobachten möchten, und so weiter. Das heißt, wir können, wenn wir die ganzen Assets aufhaben, relativ einfach den ganzen Markt erkennen, ohne einfach davor sitzen zu müssen. Gucken wir auf unser Smartphone, dort steht dann, Achtung, Crash im DE30 oder ähnliches. So, das ist erstmal so die einfache Variante, um das einzubauen. Ich nehme das temporär erstmal hier raus, weil uns das wahrscheinlich nerven würde, wenn wir es so belassen. Das heißt, wir würden aktuell immer eine Benachrichtigung bekommen, wenn der Crash da ist. Und wenn der Crash halt etwas länger anhält, dann würde unser Smartphone ziemlich stark vibrieren und relativ lange. Das nervt uns. Da brauchen wir noch ein paar andere Funktionen, damit das Ganze ein bisschen besser überprüft wird. Das bauen wir gleich nach und nach auf. Von daher nehme ich erstmal diese Funktion temporär raus. Das heißt, ich kommentiere sie erstmal aus. So, ich gucke mal ganz kurz in die Fragen rein, damit keiner und keine Fragen offen bleiben. Genau, der Quellcode, der per E-Mail nicht ankam, ja, im Anschluss schicke ich gleich an alle hier im Chat den Link zur Download-Seite. Da können Sie sich den nochmal herunterladen, auch mit der aktuellen Version, wenn wir die fertig haben im Anschluss. Dann kriegt das auch jeder. Welche Unterschiede gibt es zu einer E-Mail-Nachricht? Der große Unterschied ist, dass wir zuvor erstmal noch die Mail-Zugang konfigurieren müssen. Es ist ein bisschen kompliziert oder ein bisschen nicht so einfach im MetaTrader 4, weil es oft passiert, dass die E-Mail-Nachrichten, die an uns geschickt werden, halt als Spam markiert werden. Das ist ein bisschen nervig. Man kann es alles umgehen, indem man halt ein bisschen seinen Spam-Filter konfiguriert, die E-Mails halt auf die Whiteliste setzt und ähnlich und ähnliches. Aber wenn wir uns die Send-Mail angucken, die benötigt im Grunde genommen nur zwei Werte. Klar, ein Betreff für die E-Mail. Das heißt, hier würde der Betreff reinkommen und danach kommt dann der Inhalt der E-Mail. Achtung, Crash und Text. So würde das Ganze aussehen, wenn wir uns eine E-Mail schicken möchten. Wie gesagt, müssen wir nur gucken, dass das Ganze nicht im Spam ankommt. Das passiert leider sehr oft, aber ein bisschen probieren, etwas mit dem Mail-Server spielen und der Whiteliste, dann kriegt man das auch hin. Aber vom Aufbau her sieht man ja hier nur unwenig komplizierter als die Push-Benachrichtigung an sich. Gut, Push-Benachrichtigung erstmal deaktiviert. Wir bauen es erstmal von Grund auf, damit wir es besser später einbauen können, ohne dass unser Smartphone ständig alle paar Sekunden vibriert. Wir möchten also jetzt auch endlich handeln. Was brauchen wir prinzipiell für User-Variablen? Das heißt, das, was wir hier zum Start eingeben, ich zeige das nochmal im MetaTrader. Wenn ich also hier den EA anwende, dann habe ich ja hier oben den Reiter über Allgemein und Eingaben. Und unter Allgemein haben wir die Variablen, die ich
eintragen kann als Benutzer. Das heißt, ich kann jedes Mal eintragen, ein Crash ist ab 0,7% oder ab 0,9%. Das heißt, hier brauchen wir natürlich noch ein paar weitere Variablen für das Trading. Und zwar möchten wir natürlich das Volumen einstellen. Wir möchten den Stop-Loss einstellen und wir möchten den Take-Profit einstellen. Das sind so die Mindestwerte, die wir eintragen müssen. Damit fangen wir auch gleich mal an. Hier oben haben wir schon vier Variablen. Das sind die Variablen, die wir hier gerade im MetaTrader gesehen haben. Was hat das für einen Vorteil? Rein theoretisch kann ich natürlich auch die Zahlen direkt im Code eingeben, ohne hier oben die Variablen zu definieren, also die Parameter. Hat aber den Nachteil, dass ich die Werte dann später hier nicht mehr im MetaTrader ändern kann. Wenn ich das System irgendwann mal fertig entwickelt habe, dann möchte ich nicht ständig immer in den Quellcode rein. Ich probiere das Ganze mit 0,8, mit 0,9. Das ist auch zeitaufwendig. Deswegen ist es sinnvoller, hier oben die Variablen zu definieren. Sprich, wenn ich später das Volumen mal anpassen möchte, dann möchte ich nicht in den Quellcode, sondern es einfach in der Oberfläche vom MetaTrader aktualisieren. Gut, also wir brauchen natürlich erstmal die Angabe, was wir für ein Volumen handeln möchten. Da nehmen wir wieder ein Double, weil wir auch 0,1, 0,2 oder 0,01 Lot handeln können. Deswegen kein Int, also keine Ganzzahl, sondern wir brauchen eine Dezimalzahl. Von daher nehmen wir hier ein Double und nennen das Ganze einfach Lot und stellen standardmäßig einfach mal auf 0,1 Lot. Kurze Demonstration. Wenn wir jetzt den EA auf den Chart anwenden, haben wir hier oben natürlich einen weiteren Parameter Lot und wir können jetzt hier jederzeit das Volumen einstellen. Und das Ganze machen wir jetzt auch noch mit den anderen Indikatoren, anderen Werten. Dafür kopiere ich das einfach. Wir haben neben dem Lot noch ein SL. Den setze ich jetzt mal auf 15. Wir haben noch den Take Profit. Den setze ich auch noch auf 15. Und damit haben wir schon mal die wichtigsten Zahlen. Ich klicke nochmal auf Kompilieren. Wir haben hier unten keine rote Fehlermeldung, also ist soweit alles lauffähig. Wenn wir das Ganze handeln möchten, dann würde ich sagen, also noch kein Muss, aber auf jeden Fall angenehmer, wenn wir die ganzen Funktionen hier noch aktivieren bzw. deaktivieren können. Wir haben ja hier zwei Erkennungen. Das ist einmal der Crashwarner an sich. Das heißt, wann steigt oder fällt der Markt innerhalb einer gewissen Zeit extrem stark nach Definition. Und Modus 2 ist die Überhitzung. Und ich möchte auch später sagen können, ich möchte jetzt nur Modus 1 handeln, ich möchte nur Modus 2 handeln. Daher brauchen wir noch zwei Bool-Variablen, die wir auf True oder False setzen können, das heißt auf aktiv oder inaktiv. Dafür setzen wir wieder das Input vorne, damit wir es aktualisieren können. Dieses Mal kein Double, sondern ein Bool und packen halt hier ran. Modus 1 ist ja der Crashwarner. Den setzen wir standardmäßig mal auf True. Und wir brauchen noch den zweiten Modus, den nennen wir SMA-Warner, weil das ja quasi die Überhitzung ist, die wir messen. SMA-Warner und die setzen wir auch standardmäßig auf True. Also haben wir jetzt drei, fünf neue Variablen. Gucken nochmal kurz nach, ob das soweit funktioniert hat. Und da sehen wir die auch, wir können jetzt hier in der Oberfläche das Volumen einstellen, den Stop-Loss und auch den Take-Profit. Gut. Haben wir das oben schon mal, die Basis schon mal fertig soweit. Die Werte, ob ich jetzt hier in der Oberfläche 2 eintrage oder 10, das hat noch keine Auswirkung, weil wir die Variablen hier zwar eingebaut haben, aber wieso nutzen sie noch überhaupt nicht? Gut, gehen wir noch ein bisschen weiter runter. Scrollen noch mal ein bisschen weiter durch. Wir haben hier bisher die Hauptlogik eingebaut in der OnTick. Das heißt, bei jedem Tick führen wir unsere Überprüfung durch. Ist der Kurs jetzt innerhalb der letzten X Candles um X Prozent gestiegen? Wenn nicht, dann machen nichts. Und wenn doch, dann haben wir hier die Trigger Crash, die wir aufrufen. Das ist die hier unten. Die rufen wir hier auf, die Trigger Crash. Und dort hatten wir eben die Notification eingebaut, also die Push-Benachrichtigung und davor schon eingebaut die Konsolenausgabe. Und genau hier setzen wir jetzt an und bauen wir das Ganze noch ein bisschen weiter auf. Und zwar kommt jetzt hier die Funktion rein, das Behandeln, dass wir sowohl positive als auch negative Kursschwankungen handeln können. Also wir möchten Long gehen und Short, nicht immer nur Short bei einem Crash. Und wir möchten hier die Push-Benachrichtigung etwas sauberer einbauen.
indem wir nicht bei jedem Tick eine Notification bekommen, weil sonst unser Smartphone-Akku wahrscheinlich relativ schnell alle sein wird. Das sind jetzt so die Aufgaben, die wir jetzt hier einbauen. Okay, fangen wir an. Ich hatte ja gesagt, wir möchten nicht genervt werden von dem, ja, wie soll ich sagen, von dem Push-Benachrichtigung. Das heißt, wenn jetzt ein Crash ist, möchten wir einmalig eine Benachrichtigung erhalten und nicht bei jedem Tick. Das wären gerade dann, wenn der Crash wirklich da ist, wahrscheinlich sehr viele Ticks und das bringt uns einfach nichts. Also was machen wir jetzt? Ich baue jetzt eine Überprüfung ein. Überprüfungen sind aber ganz klassisch if. Fängt an mit einer geöffneten Klammer und mit einer geschlossenen Klammer. Nicht wundern, wieso ich sie kopiere. Ich bin hier eigentlich auf dem Mac unterwegs und habe das nur über eine virtuelle Maschine. Daher kopiere ich sie mir hier. Und was mache ich jetzt hier? Ich möchte jetzt wissen, wann ich das letzte Mal ich sag mal, eine Benachrichtigung rausgeschickt habe, eine Push-Benachrichtigung. Das möchte ich machen und ich möchte überprüfen, wann ist es das letzte Mal passiert. Das heißt, Überprüfung würde lauten, wenn ich um 15 Uhr schon eine Benachrichtigung rausgeschickt habe, dann möchte ich um 15:01 nicht nochmal eine rausschicken, weil das ist wahrscheinlich der gleiche Crash ist. Um das zu merken, baue ich nochmal zwei weitere Variablen ein. Diese sind aber nicht vom Benutzer einstellbar. Das heißt, jetzt kommt kein Input vor, weil das nur eine temporäre oder interne Variable ist. Und ich fange direkt an mit dem Datentyp. Das ist jetzt ein Daytime. Und die nenne ich Last Crash. Und die wird gestartet mit der aktuellen Zeit. Das ist Time Current. Klammer auf, Klammer zu, Semikolon. Und da wir hier auch noch einen zweiten Modus ha haben, baue ich das auch noch ein für den Modus 2. Das ist ja der Last SMA Distanz, also die Überhitzung. Jetzt haben wir die zwei temporären Variablen. Wie gesagt, da ist kein Input davor. Okay, hier unten haben wir eine kleine Fehlermeldung, weil das noch nicht fertig ist. Die nehme ich kurz wieder raus. Also ich kommentiere sie aus und zeige einfach mal kurz, wenn ich jetzt die EE anwende, wir haben nicht diese zwei Variablen, die ich eben eingebaut habe, weil sie nur intern sind und es macht dann keinen Sinn, wenn ein Benutzer sie einstellen kann. Gut, jetzt habe ich also zwei weitere Variablen und eine davon möchte ich hierfür nutzen. Ich mache also die Überprüfung, die lautet quasi, ist die aktuelle Zeit nach dem letzten Crash. Die aktuelle Zeit hole ich mir mit iTime. Da haben wir es auch schon, dann bekommen wir quasi die aktuelle Uhrzeit der Candle. Wir gucken mal hier rein, was wir für Infos benötigen. Das aktuelle Symbol, wir brauchen ein Timeframe, das heißt das Zeitfenster und wie möchten wir sie shiften. Hier trage ich eine 0 ein, weil wir das Symbol nehmen möchten vom Chart. Wenn ich es auf den Euro-Dollar anwende, möchte ich halt den Euro-Dollar, die Euro-Dollar-Uhrzeit haben und so weiter. Das heißt, ich trage hier einfach eine 0 ein, weil es einfach dynamischer ist. Beim Timeframe das gleiche. Wenn ich einen M5-Chart offen habe, soll er von da die Uhrzeiten verwenden. Da muss ich einen Null eintragen. Und wenn ich beim Shiften trage ich auch eine 0 ein, weil ich möchte die aktuelle Uhrzeit haben und nicht die Uhrzeit von vor 5 Minuten. Das brauchen wir zum Beispiel, wenn wir SMAs shiften, also wenn wir Werte von vor X-Candles verwenden. Aber für diesen Zweck brauchen wir das einfach nicht. Denn wir machen jetzt die Überprüfung, ist die Uhrzeit, das heißt der Zeitstempel der aktuellen Candle nach dem letzten Crash. Letzter Crash war Last Crash, da bekommen wir es schon vorgeschlagen. Wenn also die Uhrzeit nach dem letzten Crash ist, nur dann mache etwas. Und zwar schicke die Benachrichtigung raus. Gucken mal, ob die If-Funktion soweit funktioniert. Wunderbar. So, und jetzt kommt hier in den If-Block, das heißt, wenn diese Bedingung wahr ist, nur dann führt er das aus, was hier drin steht, bis zur nächsten Klammer. Wenn es nicht wahr ist, überspringt er den Block und geht hier rein. Das heißt, das Send Notification, was wir hatten, das kommentiere ich wieder ein. Die Meldung kann so bleiben, aber ich kopiere sie und schneide sie hier aus und füge sie hier oben ein. So, wir haben hier oben bei Werkzeuge noch die nette Funktion Styler.
Ja, räumt den Quellcode ein bisschen auf und dann wird das Ganze übersichtlicher. Es wird alles ordentlich eingerückt. Das macht es angenehmer aufzublicken. Gut, wir haben also jetzt schon mal eine Funktion eingebaut, und zwar möchten wir nicht ewig 1000 Push-Benachrichtigungen bekommen bei einem Crash, sondern möchten nur dann benachrichtigt werden, wenn wir noch nicht benachrichtigt wurden innerhalb dieser Candle. Eins dürfen wir natürlich nicht vergessen. Wir müssen die Variable LastCrash auch wieder aktualisieren. Das heißt, wir nehmen LastCrash und packen da die aktuelle Uhrzeit rein. Da können wir es einfach kopieren, weil sonst würde er mit dem nächsten Tick hier wieder reingehen und die Time wäre immer noch über die Variable LastCrash und das wäre quasi hier eine Endlosschleife, wenn man so sehen möchte, auch wenn es keine Schleife ist, aber er würde mit jedem Tick hier wieder reingehen und die Funktion hätte keinen großen Sinn. Okay. Dann haben wir das. Dann haben wir noch die Schalter eingebaut, die Bool-Variablen, wo wir die einzelnen Funktionen aktivieren und deaktivieren können. Wir möchten also, wenn LastCrash, nicht LastCrash, wenn der Crash-Warner deaktiviert ist, also auf False gesetzt ist, dann möchten wir nicht handeln. Wenn er auf True gesetzt ist, also aktiv ist, dann möchten wir danach handeln. Also nehme ich wieder die Variable, ifCrash, kopiere mir die geschweiften Klammern dazu und schreibe noch hier drüber, ist der Modus Crash-Warner aktiv? Das sind Kommentare, damit wir die Übersicht nicht verlieren. Hier oben schreibe ich mir noch an, wurde die Push-Nachricht schon versendet. Jetzt wissen wir noch, was wir hier machen, aber spätestens in 2, 3 Wochen hatten wir den Überblick verloren. Da macht es immer Sinn, etwas Zeit zu investieren und die Kommentare zu pflegen. Gut. Möchten wir also den Crash-Warner handeln? Wenn ja, dann mache das, was hier drin steht. Da beginnen wir also. Wir müssen uns wieder ein paar temporäre Variablen bauen. Wir möchten jetzt hier in diesem Block Long und Short gehen. Wir möchten den Stop-Loss setzen, den Take-Profit setzen. Das geschieht jetzt alles hier in dem Block. Und dafür brauchen wir ca. 1, 2, 3, 4 temporäre Variablen. Ich fange an mit einer Integer-Variable, die nenne ich einfach für die Trade-Richtung, nenne ich sie Trade-Direction und setze da keinen Standardwert erstmal. Ich brauche noch eine Preis-Variable, Preise mit Nachkommazahlen als Double-Price. Wir brauchen temporär den Stop-Loss, auch als Double. Und wir brauchen temporär noch den Take-Profit als Double. Was wir damit machen, da komme ich gleich zu. Die brauchen wir erstmal als Basis. Das sind jetzt Variablen, die sind auch nicht einstellbar vom Benutzer. Sie sind auch nur temporär hier in diesem Block erreichbar. Das heißt, außerhalb von diesem Block sind sie nicht ansprechbar. Ich kann sie mir also nicht hier ausgeben. Sie sind nur hier in diesem if-Block gültig. Gut. Die nächste Funktion ist die Funktion, wo wir überprüfen, ob wir jetzt long gehen oder short gehen. Das ist erstmal die wichtigste Frage. Wie finde ich das Ganze heraus? Natürlich wieder mit einem if-Block. Und was überprüfen wir in dem Bereich? Wir überprüfen die Veränderung. Wir rufen die Trigger-Crash hier oben auf und übergeben die Veränderung. Das heißt, wir können sagen, wenn die Veränderung negativ ist, haben wir eine starke Bewegung nach unten. Wenn die Bewegung positiv ist, dann haben wir eine starke Bewegung nach oben. Da können wir also erkennen, ob wir long oder short gehen sollen. Das heißt, ich baue mir hier in der Überprüfung hier in der if ein. Wo ist die Maus? Ist die Veränderung von dem vermeintlichen Crash, den wir erkannt haben, größer als 0, dann wissen wir auf jeden Fall, es ist positiv und wir würden hier in dem Block long gehen. Wir haben eine starke Bewegung nach oben. Wir möchten darauf aufspringen auf den Zug und hoffen, dass der Kurs weiter steigt. Und wir bauen jetzt hier noch einen Else-Block ein. Und in dem Else-Block springt er rein, wenn die Veränderung kleiner als 0 ist. Das bedeutet, dass der Crash negativ ist, so wie der Name es ja auch sagt, und wir starke Kursverluste haben und wir möchten auch hier auf den Kurs aufspringen und gehen hier in den Bereich Short. So, dann haben wir also die zwei Blöcke, wo wir jetzt gleich die Logik einbauen. Und da fangen wir direkt mal an. Die Werte, also die Variablen von hier oben zu setzen,
Wir fangen an mit der Trade-Richtung. Wenn die Veränderung positiv ist, möchten wir natürlich long gehen. Und das, diese Trade-Art, es gibt ja Buy, es gibt ein Sell, also Market Buy, Market Sell, es gibt ein Sell Stop, ein Sell Buy, quasi die Funktion, die wir ja auch aus dem MetaTrader hier kennen, wenn wir die Handelsoberfläche aufmachen. Wir haben hier die Marktausführung und wir haben aber auch Pending Orders mit Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop und Sell Stop. Das Ganze können wir auch verwenden in der Programmierung. Jetzt müssen wir dem Programm nur sagen, hier möchten wir natürlich Market reingehen. Und von daher nehmen wir einfach ein OP, das ist so das Kürzel hier. Dann bekommen wir es auch schon vorgeschlagen. Wir möchten hier als Operation quasi long gehen, das heißt OP Buy. Das ist unsere Trade-Richtung, die wir hier eingetragen haben. Zu welchem Preis möchten wir eingehen? Wir gehen natürlich eine Market Order ein, aber wir müssen dennoch einen Referenzpreis angeben. Wenn wir kaufen möchten, dann kaufen wir in der Regel zum Ask-Preis. Das tragen wir hier ein. Dann haben wir noch den Stop-Loss und den Take-Profit. Hier müssen wir noch ein bisschen berechnen. Und zwar fangen wir einfach mit dem Stop-Loss an. Wir haben den SL und der berechnet sich wie folgt. Ich gehe long, das heißt, mein Stop-Loss ist natürlich unter dem Kurs und somit rechne ich den Preis, das heißt, den aktuellen Preis und rechne hier minus den Stop-Loss. Der Stop-Loss wird natürlich von uns angegeben. Wir haben ja hier oben die Input-Variable SL programmiert. Die verwenden wir auch. Das heißt, das, was der User einträgt, möchten wir auch verwenden. Nehmen SL und multiplizieren das mit der kleinsten Einheit oder der kleinsten Bewegung, das heißt die Tick-Size. Das ist jetzt nicht, natürlich nicht die eleganteste Variante, um das umzusetzen, aber für die Demonstration reicht es ja einfach. Das heißt, wir nehmen den SL mal Pips im Grunde genommen. Das heißt, wenn ich eine 15 eintrage, nimmt der 15 mal 0,001. Das heißt, ein Pip und wir haben am Ende dann, wenn wir das mal hier aufschreiben möchten, haben wir dann 15 Pips so ausgerechnet. Das heißt, wir nehmen unseren Preis, beispielsweise 1,1234 und rechnen diesen Preis minus 0,0015 und haben dann 15 Pips als Stop-Loss angegeben. Die Kommentare nehme ich nochmal kurz raus. Und das Ganze müssen wir natürlich auch noch für den Take-Profit machen. Da nehmen wir wieder die TP-Variable und sagen Preis, jetzt ist ganz wichtig, nicht das falsche kopieren, Preis plus, der Take-Profit liegt ja über dem Einstieg beim Long-Entry und machen hier wieder das gleiche, TP mal 0,001, das heißt die Tick-Size. Würden wir jetzt also den Yen zum Beispiel handeln, dann würde das hier nicht funktionieren, dann müssten wir zwei Nachkommastellen wegnehmen. Geht auch eleganter, dass das automatisiert erkannt wird, aber aus Zeitgründen mache ich das einfach mal ein bisschen unsauberer, aber es funktioniert. Gut, wir haben eigentlich jetzt alles, wenn ich nichts vergessen habe, um long zu gehen von den Werten her. Wir brauchen immer einen Einstiegspreis, wir brauchen einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Stop-Loss oder Take-Profit brauchen wir jetzt nicht zwingend, aber natürlich immer ratsam, auf jeden Fall einen Stop-Loss am Markt zu haben. Und da wir keine Exit-Logik haben, im Sinne von, ich steige aus, wenn der SMA über X ist, von daher brauchen wir einen festen SL und einen festen Stop-Loss. Das ist für die Long-Seite. Das brauchen wir jetzt natürlich auch noch für die Short-Seite. Das heißt, wenn Change, also die Veränderung von unserem Crash, negativ ist, möchten wir auf den Zug aufspringen und Short gehen. Da kopiere ich das einfach mal. Im Grunde genommen müssen wir das Gleiche machen, aber wir müssen einige Sachen ändern. Wir dürfen nicht das Falsche kopieren oder dastehen lassen. Und wir gehen jetzt einfach mal von oben durch. Wir möchten natürlich nicht mehr Buy, sondern ein Sell als Operation haben, das heißt verkaufen. Wir verkaufen nicht zum Ask-Preis, sondern zum Bid-Preis. Und der Stop-Loss liegt bei einer Short-Order natürlich über dem Einstiegskurs. Das heißt, wir nehmen den Preis und addieren darauf unseren Stop-Loss. Und der Take-Profit liegt unter dem Kurs. Da wir nur bei fallenden Kursen Geld verdienen, haben wir es quasi getauscht. Also vom Grundaufbau ist alles gleich. Wir haben OP-Buy auf Sell gestellt. Wir verkaufen zum Bid-Preis und der Stop-Loss liegt über dem Kurs und der Take-Profit liegt unter dem Kurs. So, jetzt haben wir schon einiges geändert. Ich gucke mal auf Kompilieren. Wir haben hier keine Fehlermeldung. Läuft wunderbar. Sehr schön.
Dann haben wir jetzt also nochmal die Überprüfung. Möchte ich den Crash-Warner überhaupt handeln? Ja, ich möchte ihn handeln. Ist die prozentuale Veränderung positiv oder negativ? So, jetzt haben wir, kurz gucken, wo der Block zu Ende ist. Hier ist der Else-Block und jetzt kommt der finale Befehl, das eigentliche Handeln. Jetzt kommt quasi die spannendste Zeile oder die Zeile, die am meisten im Konto verursachen kann. Trading kommentiere ich das Ganze mal. Und das Ganze übertragen wir mit der Order Send. Wir tragen hier Order Send ein. Sobald wir die Klammer aufmachen, bekommen wir die ganzen Werte angezeigt. Im ersten Moment erschlägt einem das so ein bisschen. Wir sehen also hier wirklich ganz genau, was müssen wir alles für Werte übergeben. Es sind hier einige, wer es noch nie gemacht hat oder noch nie gesehen hat, ist erstmal erschlagen, aber relativ einfach kriegen wir das hier gemeinsam hin. Der erste Wert ist das Symbol. Hier möchten wir natürlich das handeln, was wir gerade im Chart aktiviert haben. Von daher trage ich hier einfach eine Null ein. Danach kommt, hier ist es abgekürzt CMD, also was möchten wir für einen Befehl ausführen. Wir möchten hier Long oder Short gehen, das heißt, wir verwenden die Variable, je nachdem steht da Buy oder Sell drin. Danach das Volumen, das haben wir oben in der Variable angegeben mit dem Namen Lot. Dann geben wir den Preis ein. Da verwenden wir die Preisvariable, wo entweder der Ask oder der Bid dran steht. Preis. Danach kommt die Slippage. Das heißt, wie viel Slippage bin ich quasi bereit einzugehen, dass meine Market Order abgewiesen wird oder nicht. Ich trage hier einfach eine 5 ein. Das setze ich immer zu Demonstrationszwecken. Danach kommt der Stop Loss. Da nehmen wir auch die Variable, die wir hier oben gebaut haben. Setzen wir ein Komma, dann kommt der Take Profit, den haben wir eben auch schon berechnet, den haben wir hier und dann kommt noch hinten ein Kommentar und den Rest brauchen wir nicht zwingend. Und im Kommentar, das ist das, was wir im MetaTrader dann in der Kontohistorie oder unten im Kontostand bei den Trades sehen, ich das kurz aufmache, wie die Kommentare angewendet haben, dann steht hier an der Seite der Kommentar davon. So, also tragen wir hier einfach ein, Trigger Crash Warner, damit wir später erkennen, okay, das ist eine Order oder eine Position vom Modus Trigger Crash Warner oder es ist eine Funktion von SMA Distanz. Gut, dann gucke ich nochmal kurz rüber, ob wir alles soweit haben und auch mal den Backtest starten können. Ich würde sagen, probieren wir das einfach mal. Wenn es funktioniert, bin ich froh. Wenn nicht, dann suchen wir gemeinsam mal den Fehler. Gut. Dafür mache ich den MetaTrader auf. Ich habe hier den Strategietester, den haben Sie zu Hause auch alle. Ich wähle hier den Crash-Warner aus. Steht jetzt hier noch Teil 1, aber es ist ja die Basis von Teil 1. Ich möchte den Euro-Dollar handeln, nehme hier jeden Tick, mache das Ganze einfach auf Stundenbasis, einfach nur, dass es schnell durchläuft und wieder als Zeitraum 2018, 1.1. bis, ja, bis heute. Guck mal kurz in die Einstellungen. Was haben wir da für Werte? Loopback Candles haben wir auf 0 gestellt. Das heißt, wir möchten quasi immer die aktuelle Veränderung für den Crash prüfen und erkennen. Wir haben den Trigger auf 0,5% eingestellt. Ja, ist soweit auch in Ordnung. Wir können natürlich das Ganze umstellen. Wir können einfach sagen, nö, ich möchte 0,7% haben. Der Daily SMA ist für den aktuellen Modus nicht interessant. Das ist für Modus 2 gedacht. Diese Variable auch. Wir sagen, ja, Crash-Warner handeln. Würde ich das nämlich auf False setzen hier, dann würde er im Quellcode diesen ganzen Block hier nicht ausführen. Das macht er nur, wenn das auf True gesetzt ist. Möchten wir natürlich, sonst sehen wir jetzt nichts. Setze ich das auf True. Handel ein Lot und der Stop-Loss und Take-Profit, den lasse ich jetzt einfach auf 15. Und klicke dann hier unten rechts auf Test starten und hoffe, dass da auch was passiert. Ja, ja, wir haben schon mal Trades ausgeführt, das sieht soweit gut aus. Wir haben hier eine Buy ausgeführt, Stop Loss erreicht, wir haben ein Sell ausgeführt, Stop Loss erreicht, wunderbar. Ist negativ, aber soll nicht weiter schlimm sein. Es geht hier auch nur darum, dass es technisch erstmal funktioniert. Okay, wunderbar, das lief durch. Nochmal in die Einstellung gehen und ich sage einfach mal, was können wir noch ändern? Wir ändern das Ganze mal auf 0,2%, das heißt, bei einer kleinen Bewegung sind wir schon der Meinung, dass wir den Crash haben.
Nicht weiter schlimm, aber wir möchten jetzt einfach mal ein paar Trades mehr sehen. Klicke wieder auf Start und wir sehen jetzt schon, wir führen einige Trades aus. Wenn wir jetzt mal im Diagramm gucken, haben wir einige Trades, die ausgeführt wurden. Und ca. 234 Aktivitäten, die Hälfte davon, also ca. 110 Trades, die wir ausgeführt haben. Wir erkennen halt hier, wo wurde ein Stop-Loss gerissen, ein Take-Profit und so weiter. Also hier können wir im Grunde genommen ganz genau ansehen, funktioniert das so, wie wir es entwickeln wollten. Gibt hier noch den visuellen Modus, da können wir das Ganze live am Chart noch verfolgen, ob wir alles richtig entwickelt haben, ob es irgendwo Probleme gibt, ob es irgendwo einen Einstieg gab, den wir nicht umgesetzt haben und so weiter. Das ist quasi das, was wir im Teil 1 für den ersten Modus schon mal erfolgreich entwickelt haben. Jetzt dürfen wir natürlich nicht die zweite Sache vergessen. Wir haben zum einen den Crash-Warner, aber wir haben auf der anderen Seite auch noch den Überhitzungsindikator oder die Funktion und die ist momentan noch leer. Die ist im Grunde genommen so leer wie eben auch schon bei der aktuellen Crash-Warner-Funktion. Hier müssen wir im Grunde genommen eigentlich das Gleiche machen. Wir müssen auch wieder unseren Take-Profit generieren, unseren Stop-Loss generieren. Das heißt, wir können im Grunde genommen eigentlich alles von hier kopieren. Dürfen wir jetzt hier natürlich keinen Gutenberg-Fehler machen dabei, aber wir machen es einfach mal gemeinsam. Ich kopiere also hier den Teil, passe das Ganze dann gemeinsam mit Ihnen an. So, das heißt, ich gehe mal kurz zur Erklärung hoch. Wenn wir also hier die Überhitzung erkannt haben, also die Distanz zum aktuellen SMA, wenn die extrem stark angestiegen ist oder extrem stark gefallen ist, dann wird das hier unten aufgerufen, wo momentan nur eine Konsolenausgabe da ist. Bringt uns natürlich nicht viel. Wir möchten auch hier handeln, weil das auch eine schöne Funktion ist, um automatisiert zu handeln. Und da kopiere ich das Ganze. Ich gucke mal kurz, ob das technisch funktioniert. Genau. Jetzt ganz wichtig, jetzt müssen wir konzentriert sein und dürfen hier nichts, nichts Falsches eintragen oder nichts vergessen. Sonst haben wir ein paar Probleme. Das sind die Nachteile, wenn man kopiert und einfügt. Okay, wir fangen an. Wir möchten gucken, ist die aktuelle Überhitzung schon mal gepusht worden auf das Smartphone? Hier haben wir Last Crash, das müssen wir aktualisieren. Wir haben eine andere Variable dafür gesetzt, und zwar Last SMA Distanz. Das heißt, hier müssen wir schon mal das auswechseln. Wir haben nicht die Notification, Achtung Crash, sondern wir haben hier, Achtung, SMA-Distanz und auf der Konsolenausgabe soll ausgegeben werden, Trigger SMA. So, das sollte soweit stimmen. Hier setzen wir wieder die aktuelle Uhrzeit, das können wir so lassen. Hier, ganz wichtig, hier möchten wir natürlich nur dann handeln, wenn nicht der Crash-Warner aktiviert ist, sondern dann, wenn der SMA-Warner aktiv ist. Das heißt, wir müssen auch diese Variable austauschen mit dem, bin ich hier richtig? Ja, mit dem SMA-Warner. Die Variablen, Trade-Richtung, Preis, Stop-Loss und Take-Profit, die können bleiben. Das ist irgendwo hier erreichbar. Da brauchen wir so oder so die gleichen. Wir überprüfen wieder, ist die Veränderung positiv und negativ, aber hier möchten wir natürlich nicht auf den Zug ausspringen. Denn wenn wir erkannt haben, dass der Markt überhitzt ist, das heißt, er ist schon extrem stark angestiegen und extrem weit weg vom SMA, dann möchten wir nicht noch long gehen, sondern jetzt in diesem Beispiel möchten wir short gehen. Das heißt, ich wechsle das Zeichen von größer auf kleiner. Das heißt, die Veränderung, die relativ extrem oder definierte Veränderung ist negativ. Das heißt, der Markt ist gefallen. Dann möchten wir auf eine Korrektur setzen und gehen long. Das heißt, das, was wir hier eingetragen haben, das kann soweit alles bestehen bleiben. Wir brauchen unseren SL, Stop-Loss, das ist alles gleich. Und wenn wir einen starken Anstieg nach oben haben, möchten wir auch auf die Korrektur setzen und gehen in dem Beispiel short. Das bleibt alles gleich. Hier unten bei dem finalen Befehl bleibt auch alles gleich, aber wir möchten ja erkennen, wann was handelt oder was gehandelt hat. Von daher tragen wir hinten noch einen SMA-Trigger. So, das darf ich hoffentlich nichts übersehen dabei. Testen wir das Ganze einfach mal wieder im Backtester.
Dafür, genau, mache ich wieder den Meta-Trader auf. Ich gucke hier in die Einstellung nochmal nach, was ich hier alles so habe. Lookback-Candles, das kann bleiben. Das stelle ich einmal mal wieder zurück auf 0,7%, dass wir nicht allzu viele Trades haben. Und wir haben jetzt den Crash-Warner aktiv und den SMA-Warner aktiv. Den Rest lasse ich auch mal gleich und gucke mal, ob das funktioniert. So, Trades hat er ausgeführt. Sieht anders aus als vorher. Jetzt teste ich mal rum. Ich mache den Crash-Warner aus. Den deaktiviere ich. Lass das Ganze laufen. Hier haben wir eine Ausführung. Die sieht so aus. Das Ganze teste ich nochmal. Und hoch. Setze das auf False. Teste das nochmal durch. Dauert einen Moment. Und hier habe ich eine andere Ausführung. Das heißt, wir sehen, die beiden einzelnen Funktionen oder Modis funktionieren. Wäre es jetzt so, dass ich jetzt das auf False setze und das auf True setze und die Ergebnisse wären gleich, wie wenn ich das auf True setze und False, dann würde irgendwas nicht funktionieren. Wir können das Ganze ja nochmal testen, indem ich beides deaktiviere. Dann dürften wir eigentlich gar keine Ausführung haben. Das teste ich jetzt gleich mal. So, dauert einen Moment. Genau, keine Ausführung. Das heißt, wir haben beide Sachen deaktiviert und haben ja auch keine Ausführung in dem Bereich. So, ich sehe schon, da sind einige Fragen. Ich gucke gleich nochmal rauf. Eine Sache zeige ich noch. Und zwar können wir das Ganze natürlich, jetzt kommt das Eigentliche, was Spaß macht daran, und zwar das Ganze noch ein bisschen zu optimieren und rumzuexperimentieren. Das ist so das, was mir persönlich eigentlich immer am meisten Spaß macht in dem Bereich. Und zwar könnten wir jetzt einfach mal sagen, ich lasse einfach mal in dem Bereich ich sag mal die Short Trades weg. Ich möchte jetzt nur Long Trades eingehen. Mache ich das relativ einfach, indem ich hier die Trade-Richtung einfach nur kurz entferne und auch hier oben die Trade-Richtung entferne. Das heißt, er geht dann standardmäßig nur Long. Und aus Interesse gucke ich mir einfach mal an, wie die Trades dann aussehen. Das lasse ich soweit auf Standard. Starte mal den Backtest. Und genau, bekomme keine Ausführung, weil die Variablen noch auf False sind. Die muss ich natürlich aktivieren. Klicke wieder auf OK. Lasse den Test nochmal starten. Und ich sehe auch ein paar Trades, war jetzt nicht groß sinnvoller. Aber so läuft im Grunde genommen die Entwicklung ab, wenn wir das Ganze durchtesten. Was ausprobieren. Wir können jetzt hier beispielsweise auch noch die prozentualen Zahlen ändern, die wir eingegeben haben. Das heißt, wir können das Ganze nochmal laufen lassen mit Handeln nur prozentuale Veränderungen von 1. Das gleiche auch beim SMA Daily. Und der Stop-Loss sollte jetzt mal ein bisschen größer sein, 25 Pips. Klicke kurz auf OK. Muss das nochmal kompilieren. Teste dann nochmal durch. Das läuft noch ein bisschen. So, hier haben wir kein Trade. Das heißt, es gab einfach keine prozentuale Veränderung in dem Bereich von 1%. Das ist auch nur 2018. Aber so läuft es im Grunde genommen ab. Das heißt, die Basis, die haben wir jetzt entwickelt und hier können wir noch einiges dran optimieren, feilen. Wir können das entweder automatisiert handeln. Dann müssen wir natürlich mal einen Backtest über einen längeren Zeitraum starten. Oder aber wir sagen einfach, es interessiert mich einfach als Warner. Ich möchte einfach unterwegs benachrichtigt werden, wenn einfach was los ist am Markt, um einfach raufzugucken, um vielleicht meine Position zu betreuen oder. So, dann gucke ich mal in die Fragen, damit ich sie nicht länger unbeantwortet lasse. Tick Size ist bei manchen Instrumenten nicht gleich der Point Size. Genau. Das ist bei manchen Assets ein bisschen kompliziert. Das heißt, wir haben, wo ist die Maus? Wir haben, wenn wir hier einen Rechtsklick machen in der Marktübersicht, nicht wundern, bei mir sieht das alles ein bisschen gequetscht aus, weil ich meine Auflösung runtergeschraubt habe. Wenn wir einen Rechtsklick machen auf Spezifikation, dann haben wir hier im Grunde genommen immer den Tickwert. Das heißt, wir sehen, wie kann sich ein Asset bewegen. Wenn wir jetzt beispielsweise den Euro-Dollar aufmachen, dann sehen wir hier bei Tick Size, wo ist das Volumenschritt? Bei Forex ist das standardisiert, deswegen.
Wir wissen es nicht Ah, angenommen. okay. Ah, okay. Genau, stimmt. Dann ist es jetzt nur hier oben bei den CFTs drin, genau. Das heißt, diesen Wert, den können wir halt abfragen. Das funktioniert bei Devisen, soweit ich weiß, eigentlich ohne Probleme. Das heißt, wir können quasi die Tick Size, also wie bewegt sich ein Währungspaar, automatisiert abfragen, sodass wir hier nicht die Überprüfung machen müssen, ist es ein japanischer Yen oder ein Yen vorhandenem Asset, dann nehme nur 2 Komma nachstellen oder. Das können wir schon automatisieren. Erfahrungsgemäß funktioniert sonst eigentlich ganz gut mit dem MetaTrader 4. Bei MetaTrader 5 gibt es ein paar Änderungen, da muss man sich ein paar kleine Brücken bauen, aber im Grunde genommen funktioniert es da eigentlich auch ohne große Probleme. So, nächste Frage. Hallo, sehr gut gemacht. Ich bin im MetaTrader 5 unterwegs, auch mit Programmierung. Gibt es da von Ihnen schon eine Unterstützung oder ist etwas geplant? Ja, MetaTrader 5 wird immer beliebter, das freut uns auch sehr. Wir werden früher oder später auch unsere Systeme dafür umprogrammieren oder zukünftig neue speziell dafür entwickeln. Wir haben ja schon den MTA, das Markttechnik-Add-on, ausschließlich für den MetaTrader 5 entwickelt. Ob wir vielleicht auch solche Webinare demnächst für den MetaTrader 5 durchführen, kann ich mir gut vorstellen. Ich denke mal, das wird bestimmt zeitnah kommen, wenn die Nachfrage da ist, was ja anscheinend der Fall ist. So, nächste Frage. Müsste Last SMA-Distanz iTime noch angepasst werden? Ich schaue mal kurz nach. Vielleicht habe ich hier einen Fehler gemacht. So, Last Crash. Ja, das ist richtig. Vielen Dank für den Hinweis. Da gab es den Kopieren-Einfügen-Fehler. Und zwar haben wir uns ja den letzten Crash gemerkt. Bei Trigger Crash ist es okay, aber ich habe die Variable nicht aktualisiert bei SMA-Instanz. Also nochmal vielen Dank für den Hinweis. Da muss ich natürlich eine andere Variable verwenden. Und zwar Last SMA-Distanz. Und die hier unten einfügen. Sonst sind sich die Systeme in die Quere gekommen. Wo haben wir es? Da. Sehr gut erkannt. Habe ich selbst nicht gesehen. Dann können wir das Ganze eigentlich noch mal durchführen im Backtest. Vielleicht gibt es jetzt hier eine Abweichung. Ich setze das wieder auf 0,7, nehme nochmal die Standardwerte, 15 TP und SL und lasse das nochmal durchlaufen für den Euro-Dollar. Und es läuft noch. Sieht ähnlich aus. Aber wahrscheinlich, wenn wir es langfristig testen, hätten wir hier auf jeden Fall Fehler drin, denn praktisch gesehen hätten wir jetzt einen Crash im SMA, also eine Überhitzung gehabt und kurz danach einen wirklichen Crash gesehen, dann hätten wir nicht zwei Benachrichtigungen bekommen für zwei Funktionen, sondern nur für eine. Und die eine wäre quasi mal verschluckt gewesen. Deswegen ist das auf jeden Fall ein richtiger Hinweis, den wir hier noch einbauen mussten. Gut. Ich gucke nochmal an die Fragen. Soweit sieht es erstmal gut aus in den Fragen. Wenn noch welche sind, gerne noch her damit. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich zeige Ihnen am besten in der Zeit mal, wo Sie sich den Quellcode herunterladen können. Den gibt es quasi innerhalb der nächsten Minuten auch schon auf unserer Seite. Ich poste gleich mal den Link rein. Und zwar haben wir eine kleine Seite aufgebaut, dass Sie nicht immer auf uns warten müssen, sondern sofort den Quellcode bekommen. Auf algocamp.de/download-quellcode. Ich poste das mal in den Chat herein an alle Senden. Dann haben Sie auch den Link und hier können Sie auch den IA runterladen mit Quellcode und können da gerne etwas rumexperimentieren und testen, vielleicht auch noch weiter ausbauen, je nachdem, wie Sie da unterwegs sind. Gut, wenn noch Fragen offen sind, gerne noch her da. Wir haben noch ein paar Minuten. Wenn keine Fragen offen sind, dann freut es mich natürlich auch. Ja, scheint soweit alles beantwortet. Wenn sonst noch Fragen im Nachhinein offen sind zum MetaTrader an sich oder zum MetaTrader-Konten, da ist natürlich FXBet der richtige Ansprechpartner. Wenn noch Fragen offen sind zur Programmierung, zu Handelssystemen oder Indikatoren im Bereich MetaTrader 4 und 5, da sind wir von AlgoCamp natürlich gerne für Sie erreichbar und helfen dabei Problemen auch weiter. Und ansonsten, wenn keine Fragen mehr da sind, bedanke ich mich auf jeden Fall
für Ihre Zeit heute, für Ihre kostbaren 60 Minuten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns auch wieder beim nächsten Webinar gemeinsam hier aneinander finden und wieder weitere spannende Themen zusammen besprechen können. An dieser Stelle vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen und erfolgreichen Abend. Vielen Dank. Danke dir, David. Ja, schön, war auf jeden Fall wirklich interessant, wobei ich halt mit Programmieren jetzt auch nicht so viel zu tun habe. Trotzdem war ein schöner Einblick, mal die Quellcodes mal zu sehen. Sie können uns auch gerne die Fragen auch schicken, was das Programmieren betrifft, und wir leiten das auch natürlich gerne weiter. Ansonsten wird die Aufzeichnung so schnell wie möglich wieder online kommen, wie Sie das von uns gewohnt sind. Und ja, nochmal danke an David, danke an die Teilnehmer, dass Sie heute anwesend waren. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und wie immer passen Sie auf Ihre Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.